bin hier oben hinter Märchenwald, hinter Gohgarten. Das ist so ein Teich. Man sieht doch nicht viel, wa? Nein. Aber schöne Gegend hier. Da ist mein Fahrrad. Ja, kommt ein Auto wieder. Ja. Ja, das ist die Sonne. So, und da die alte Imbissbude. Bevor wir Märchenbock gegangen sind, haben wir hier immer Fritten oder Eis gekriegt. Oh. Und dann ist hier der alte Parkplatz noch. Ja, ist alles gerumpelt drauf, einen alten LKW. Ja, nu. Und hier ist dann die... Hier war früher mal alles bewachst. Ja, bewachst hier auch. Jetzt haben sie hier alles Erde aufgeschüttet, ne? Da früher ein großes Loch hier. Wenn man geht dann hier hoch, da fahren die LKWs immer ihren Dreck hin. Ja. Schön, ne? Ja. Und hier ist die Reifenwaschanlage. Wenn die LKWs da runterkommen, die Straßen nicht versauen. Ja. Ja, hier ist dann so eine Gartenanlage. Und wenn man dann da oben an die Häuser herfährt, kommt man Kempershöhe. Sind ungefähr so 2 Kilometer von hier. Und dann geht es nach Dorgaul. Ja, hier ist die Bahntrasse. Und da hinten, da, das kann man links ab nach Kempershöhe hoch. Und rechts runter wieder am Gohgarten. Oder Wipperfürth, ja, in welche Richtung. Hier sind noch ein paar alte Häuser. Da im Hintergrund. Ja. Und da rechts auch noch. Das ist nicht erst Anfang von Gohgarten hier. Ja, ein bisschen ranholen. Das sind so ganz alte Steinhäuser. Aber schön. Und da hinten ist ein schönes Tal. Das kann man gar nicht so wiedergeben wie auf der Kamera. Das sieht ja fantastisch aus. Ja, jetzt fahren wir mal weiter bis zum Tunnel und dann mache ich Schluss. So. Jetzt kommen wir langsam im Tunnel näher. Ich stehe jetzt hier auf der Unterführung. Ja. Hier, komm mal runter. Ja. Oh, jetzt kommt die Müllabfuhr. Gucken. Oh, live. Live die Müllabfuhr. Ja. Schön. Ja, wenn wir die nicht hätten, ne? So. Und da geht's nach Rhönsaal. Wenn man von Gohgarten kommt, rechts, früher Böckler, dann kommt zu Maiborn raus, da wo die Hildegard wohnt. Ja, genau. Und ein bisschen weiter dann, da wohnt die Susi. Ja, und dann ja, noch ein paar andere, ne? Will ich nicht alle aufzählen. Ja, dann geht dann so ungefähr von hier 1,5 Kilometer, ja, 1,5 würde ich mal sagen. So, dann ist hier der Tunnel im Hintergrund, ist immer noch gesperrt. Weiß auch nicht, schon 2 Jahre gesperrt, der Weg ist schon so lange fertig, kann man immer noch nicht durchfahren. Ja. Ja. Weiß auch nicht warum. So, liebe Facebook-Freunde, ich sag da mal Tschüss, ne? Zum Abschied noch ein rotes Licht.